Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet vor jedem Bundesliga-Wochenende über die Partnervereine der DBRG. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Heute blickt Axel Kruse mit Marco Rehmer auf die Hinrunde zurück. Und wir schauen den Hertha-Profis über die Schulter beim Backen für einen guten Zweck. Mit dem Spiel bei Bayern endet für Hertha BSC die Hinrunde. Endlich, das mag sich auch Marco Rehmer denken. Axel Kruse traf den Berliner, der von 1999 bis 2005 für die alte Dame spielte, am Hauptbahnhof. Natürlich leidet auch Rehmer mit seinem Ex-Verein, der seit dem ersten Spieltag nicht mehr gewinnen konnte. Marco, du hast unter anderem auch 6 Jahre für Hertha BSC gespielt. Letztes Jahr haben wir beide gejubelt, 4. Platz, tolle Stimmung in der Stadt. In diesem Jahr der große Absturz. Was glaubst du, woran liegt das, dass es in diesem Jahr überhaupt nicht läuft? Ja, na gut, viele sagen natürlich aufgrund der 3 Spieler, die den Verein gelassen haben in der Saison mit Simunic, Pantelic und Voronin, das sehe ich nicht ganz so. Also ich denke mal, dass man schon vielleicht zu locker in die Saison reingegangen ist, dass man dachte, ja gut, letztes Jahr sind wir 4. geworden und dieses Jahr läuft es so weiter. Und man hat eigentlich relativ oder meines Erachtens zu spät realisiert, dass man eigentlich gegen den Abstieg kämpfen muss, spielen muss. Und gut, nichtsdestotrotz, die letzten Spiele geben mir doch Hoffnung auf die Rückrunde. Und gut, mit 6 Punkten ist natürlich Hertha sehr weit abgeschlagen. Und aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hoffe, dass da irgendwie nochmal der Dreh kommt und wir nicht absteigen. Nicht nur Hertinho ließ am Wochenende im Berliner Hauptbahnhof Kinderaugen leuchten. Denn Trainer Friedhelm Funkel, Raphael Florian Kringe, Steve von Bergen und Kapitän Arne Friedrich traten zum Waffelbacken für einen guten Zweck an. Das ist absolut keine lästige Pflicht. Ich glaube, alle Dinge, die für einen guten Zweck sind, unterstütze ich persönlich gerne und die Jungs auch. Und wenn man sieht, hier die Leute, die hier sind, die haben Spaß, das ist auch ein schönes Gefühl. Die Waffeln wurden zugunsten der Stiftung Offroad Kids verkauft, die bundesweit Straßenkindern neue Perspektiven ermöglicht. Offroad Kids wurde 1994 von dem Journalisten Markus Seidel gegründet. Seitdem ist auch die Bahn dabei und unterstützt uns ganz kräftig. Da freuen wir uns natürlich sehr. Offroad Kids hat bis zum heutigen Tage 1600 Kinder von der Straße geholt. Einen neuen Stürmer durfte sich gestern Friedhelm Funkel für die Rückrunde holen. Der griechische Nationalspieler Theofanis Gekas wird bis zum Saisonende von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Auch Florian Kringe steht Hertha wieder zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler gab beim Sieg gegen Lissabon und dem damit verbundenen Einzug in die nächste Runde der Europa League sein Comeback. 2 gute Nachrichten für Trainer Funkel, der sich nach turbulenten Wochen auf Weihnachten freut. Das Leben ist in unserem Beruf hektisch genug in den 11 oder 12 Monaten. Und wenn man dann mal ein paar Tage im Jahr hat, und dazu gehört auch Weihnachten, dann sollte man sich schon ein bisschen zurückziehen und an andere Dinge denken als an Fußball. Zum Beispiel andere Menschen zu unterstützen und ihnen eine Freude zu machen. Da hat Hertha schon vor Weihnachten einen Volltreffer gelandet. Ex-Nationalspieler Rehmer beendete 2007 seine Karriere in Frankfurt. Die Eintracht war in dieser Hinrunde prächtig in Fahrt. Der Trainerwechsel ist dem Traditionsverein scheinbar gut bekommen. Marco, in Frankfurt hast du noch 2 Jahre gespielt unter Friedhelm Funkel. Der ist jetzt in Berlin, dafür Michael Skibbe in Frankfurt. Wie bewertest du seine Arbeit? Ja, also jemand mit Frankfurt mit 23 Punkten steht natürlich sehr gut da. Ich denke mal, dass sie sich ja vorher auch das Ziel ausgegeben haben, eigentlich im sicheren Mittelfeld zu stehen. Da gehören sie auch hin. Die haben eigentlich einen sehr guten Start hingelegt. Waren eigentlich, glaube ich, eine Zeit lang 2. oder 3. am Anfang. Also auf jeden Fall die Arbeit von Skibbe ist ja, sehe ich, sehr positiv. Haben ihr Vorrundenziel, das sie vorgegeben haben mit 23 Punkten, jetzt schon erreicht, haben noch einen Spieltag oder ein Spiel noch. Und ich denke mal, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden und da, wo sie jetzt stehen, auch im sicheren Mittelfeld stehen werden. Michael Skibbe übernahm im Sommer das Traineramt, erwischte einen Traumstart und blieb 8 Spiele mit der Eintracht ungeschlagen. Da träumte sogar Legende Charlie Körbel zu Saisonbeginn plötzlich von ganz großen Zielen. Momentan sind wir in der Lage, gegen Nürnberg zu gewinnen und dann fahren wir nach Köln und dann werden wir uns oben stabilisieren. Körbel betreute nicht nur die jungen Kicker der Frankfurter Fußballschule, sondern kümmerte sich auch um die Kids des DB-Fußballcamps, das in der Hinrunde auch in Hoffenheim und Berlin Station machte. Eine gute Figur machten auch die Eintracht-Profis beim Besuch bei der Bahn. Selim Teber schaute bei DB-Training vorbei. Mike Franz probierte die neueste Technik der Callbikes aus. Eintracht-Legende Bernd Hölzenbein gab Spielzug die Ehre und besuchte mit uns die neue DB-Lounge am Frankfurter Hauptbahnhof.
und Torhüter Ralf Fährmann war in der Werkstatt bei DB Regio zu Gast. Ganz unfallfrei kam die Eintracht auf dem Platz natürlich nicht durch die Hinrunde. Aber auch in dieser Phase fand der neue Trainer die richtigen Worte. Man darf auch viele Dinge nicht zu schön reden, wenn man innerhalb von 8 Tagen 2x4-0 verliert, einmal zu Hause gegen Bayern, einmal in Leverkusen, dann ist auch für Kuscheleinheiten nicht wirklich Platz. Zum letzten Spiel des Jahres empfängt die Eintracht am Samstag den deutschen Meister aus Wolfsburg. Während Hoffenheim beim VfB Stuttgart antritt. 1899 verstärkte sich zu Saisonbeginn mit Verteidiger Joe Simonic. Prompt stand die Abwehr besser. Neu ist auch das luxuriöse Trainingszentrum, das die Kraichgauer Kicker zum Rückrundenstart beziehen werden. Das ist sicherlich eines der Trainingszentren, die ganz weit oben anzusiedeln sind. Ich glaube nicht nur deutschlandweit, sondern ich glaube auch in Europa brauchen wir uns da von niemandem zu verstecken. Schon in Betrieb ist seit letzten Sonntag die neue S5 in der Region Rhein-Neckar, die allen Besuchern des Stadions von 1899 mehr Komfort bringt. Das sind insgesamt 19 Stationen, die modernisiert wurden. Also die Bahnsteige wurden auf 76 cm erhöht, damit man jetzt also auch in die Fahrzeuge ebenerdig hineinkommt. Und das Gleiche passiert in Sinsheim Arena. Mit etwas Verzögerung wird auch dieser Bahnsteig dann für die Frauen-WM in einem modernen Zustand sein. In der heimischen Arena musste Hoffenheim in der Hinrunde bittere Niederlagen einstecken. Verlor gegen Wolfsburg und Dortmund. Das kostete einen Spitzenplatz. Vielleicht tun sich Rangnick-Spieler ja auswärts beim Spiel in Stuttgart leichter. Allerdings sind Demba Ba und Marvin Kompea an der Schweinegrippe erkrankt. Und Sead Salihovic fehlt gelb gesperrt. Zurück in Berlin. Ganze 6 Punkte aus 16 Spielen hat Hertha BSC geholt. Dass am Samstag in der Münchner Allianz Arena noch welche dazukommen, damit rechnen weder die Fans noch Marco Rehmer unbedingt. Jetzt geht's am Wochenende für die Hertha gegen Bayern München. Da gehe ich mal davon aus, da wird nicht viel zu holen sein. Dann bleibt es bei mindestens 7 Punkten Rückstand. Glaubst du, das ist noch machbar, in der Rückrunde die Punkte dann aufzuholen? Auf jeden Fall. Also ich denke mal auch, dass sie jetzt in München nicht mehr Großes holen werden. Hoffen natürlich, dass die anderen Mannschaften, die davor stehen, auch nicht punkten werden. Und dann muss man ganz klar sagen, das sind die ersten 4, 5 Spiele in der Rückrunde sehr wichtig. Wenn man da natürlich den einen oder anderen Sieg schon holen kann, am besten natürlich vielleicht 3 Siege oder vielleicht sogar 4 Siege, ist mir nicht bange, dass wir, wie gesagt, da unten rauskommen. Und wie gesagt, wichtig ist der Rückrundstart. Jetzt diskutiert natürlich alles über Neuzugänge in der Winterpause. Man spricht so von 3 bis 4. Auf welchen Positionen würdest du denn verstärken? Ja, ganz klar, eigentlich im Sturm. Da braucht man mit Sicherheit einen Stürmer, der ja, vielleicht auch mal aus einer 70-prozentigen Chance ein Tor macht. Und meines Erachtens auch hinten in der Abwehr. Also wenn man sieht, wenn man, wichtige Spieler hinten ausfallen, dann schwimmt doch zu sehr die Abwehr. Also auf diesen beiden Positionen müsste man sich schon verstärken. Ein Gewinnspiel erwartet sie in der Fanecke. Die Bahn verlost 2x2 Tickets inklusive An- und Abreise für das Spiel der Hertha gegen Gladbach am 23. Januar im Berliner Olympiastadion. Auch auf der Teenager-Seite gibt es tolle Gewinnspiele. Klicken Sie rein unter bahn.de/fan-ecke. Marco, wie verbringst du die letzten Tage bis zum Fest? Jetzt mache ich mich auf den Weg nach Köln, Freunde besuchen, natürlich in meiner Bahncard. Sehr schön. Liebe Zuschauer, das war's mit Spielzug in diesem Jahr. Wir sehen uns erst wieder am 15. Januar, pünktlich zum Rückrundenstart. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, tschüss. Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, sehen Sie auch in der Rückrunde auf sport1.de, Bahn TV, TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar-Fernsehen.